So, Dele, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. So, Horizon, der verbotene Westen, ist wieder am Start. In der letzten Folge haben wir den Pisskopf da unten erledigt. Das ist so eine riesen Anaconda-Schlange-Gedöns gewesen. Und jetzt gehen wir Richtung Kontrollzentrum. Backup einsetzen, Gaia helfen, blabli blub. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir schreiten voran. Okay, ich Okay, muss zum wir Serverraum. sind drinne. Wir müssen zum Serverraum. Wir schauen uns dementsprechend um. Da geht's nicht lang. Da geht's wieder lang. Nö. Nö. Muss ich hier? Hoppala. Ich bin nah dran. Bin da Ich drin, muss es ja. sein. Okay, immer runter quasi. Hier, Kiste. Eine Kiste. Ist da hinten was? Nee, verschlossener Raum. Was ist da? Eine alte Kiste, und das kann man bestimmt scannen hier, oder? Yep. Haben wir gemacht. Da muss ich rein, oder? Warte, ich guck mal kurz, was da hinten so gibt. Nix, oder? Was ist das? Nee. Gibt nix, also gut. Bitte sei doch da. Bitte sei da. Bestimmt nicht. Hauptquest abgeschlossen. 50 EP-Punkte. XP. Hier ist es ja. Ah, ist das das Backup oder wie? Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Ja, das ist richtig. Hi. Aber es hat geheißen, es sind Fallen eingebaut. Travis, ja, Pisser. Na, was haben wir denn hier? Eine Fasine-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Was gibt es? Ja, das haben sie aber schon gesagt, dass die zwei dann quasi dagegen wirken und das verhindern, dass man das Backup einfach so nehmen kann. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also viel Glück beim Reparieren der Daten und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Arsch. Und jetzt? Aloy? Die Göttin? Es gibt keine Göttin! Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung! Scheiße. Sehr schlecht. Aber wo ist jetzt versteckt? Wo muss man jetzt hin? Ui, die ist schon fleißig unterwegs, wieder zurück, oder? Ich schaff das. Ich hätte ja ein bisschen geholfen, alter Mann. Ganz schön bissig, weißt du das? Ja, ich weiß. Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, wer kann, der kann. Ich muss das noch öfter machen. Das auf jeden Fall. Mir fehlen die Spuren, aber ich
muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Ja. Warte mal. Neulich, selbst ist in Meridian Frau. Sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt, Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Ja. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich. Kommt du doch mit, hä? Sehr schön. Habe ich eine bessere Idee? Ja, ein Reittier. Muss man aber erst noch überbrücken. Hä? Funktioniert's gleich, ja? So wie es aussieht, geil. Früher hat man das beim ersten Teil erlernen müssen, quasi. Gut. Neues Zwischenspiel. Hä? Mhm. Die alte Stadt Meridian. Meine Sonne, es stimmt. Sie ist zurück. Sie ist zurück. Die Heldin von damals. Ein Segen. Ja. Die Retterin von Meridian ist. Wo hast du es geklaut? Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Ja. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin, ein König. Ah, der Sonnenkönig gibt's denn auch noch. Das ist schon nett, oder? Nee, das war so ein Junge. Marat, Aloy hat etwas Wichtiges das zu sagen. Das war, glaub ich, sein General. Ja, dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Am Turm ist etwas passiert. Oh. Kommt. Ich zeige es euch. Was ist passiert? Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Ja gut, es war eine Riesensauerei damals, muss man ganz ehrlich sagen. Es ging schon ab. Direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Komischer Turm. Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe, auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden, Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Ha. Wartet, ich sehe mir das an. Ja, da gucken wir mal rein, hä? Gib uns Bescheid. Ist doch nicht alles getrennt worden. Soll da irgendwas machen hier? Ich weiß nicht. Das sieht aus wie vorher. Die kriege ich niemals da raus. Was? Das war doch der manipulierte Speer, wo wir hergestellt haben. Was haben wir da? Ui, und jetzt? Jetzt ist er eh zerstört. Er kann nicht. Etwas
wurde von der Spitze des Turms übertragen. Ich muss wohl irgendwie da hoch. Ich bin oben. Nee, okay, ich muss ganz hoch. Scheiße. Und wie das? Okay, ich nehme mal stark einen hier hoch. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben es voll drauf. Wir haben es voll drauf. Seitlich sind wir jetzt noch nie gesprungen, aber wir haben es drauf. Die Lagerfeuer ist jeweils ein Speicherpunkt, glaube ich, automatisch. Ich habe keine Ahnung. Was? Ha? Den Kran ran. Na also. Ah. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber? Das weiß ich nicht. Okay, Scanner. Sieht aus, als könnte mein Zugwerfer helfen. Okay. Zugwerfer. Ah ja. So. Ich dachte, mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Siehst mal, irgendwie war, hat es nicht so funktioniert. Man könnte glaube links oder rechts rum. Geh jetzt mal rechts rum. Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ja, vielleicht wurden wir... Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt es mir. Betrogen. Hä? Sieht nicht so aus, als könnte ich hier hochklettern. Nee. Scheiße. Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Hä? Das war jetzt so nicht gedacht, aber es hat sie selber gemacht, darüber gesprungen. Okay. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich da links rüber muss. Ein Aufzug? Nicht schlecht. Das wäre voll in die Hose gegangen sonst. Zack. Gut. Zugangslift aktiviert. Zugangslift aktiviert. Mein Glückstag. Ja, ab und zu klappt mal was. Wir gehen hoch. Boah, wow, geil. Wie kann ich sich das wohl erklären? Sieht doch mega aus. Brutal. Da ist der Knoten. So, steck mal deine Möhre rein. Was passiert? Oh. Tiefe Wäsche. Der verbotene Westen. Du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze alles gestohlen. Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nachdem du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist,
Ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Ja, das tritt dir in den Arsch, du. Ich werde kommen. Ich werde kommen, das glaubst du aber. Tja, mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Puh, was soll das heißen? Ja. Ruhig bleiben. Immer locker durch die Hose atmen, den kriegen wir. Dann machen wir platt. Wir zwei. Durchatmen. Ein Stück Schoggi essen und dann geht's weiter. Jetzt macht die Möhre wieder zu. Jetzt sind wir wieder unten. Scheiße. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Ja, das machen wir. Ey, ihr Pisser. Du bist reingegangen. Ja, ich war drinne, ich habe alles gesehen. Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Sehr nur schön. Wenige werden die Veränderung gesehen haben. Ich schon. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil. Die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In 1-2 Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Die Tenakt? Zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Tenakt? Was für ein Name. Sonnenkönig. Da kommt er. Die alte Möhre. Aloy. Ja, das ist schon. Ich hab gerade gedacht, der Kleine. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt. Wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Krieg ich einen neuen Speer? Aber ich dachte, dir ist das etwas zwangloser, Liebe. Ja. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Nimm doch, komm. Vanasha. Vanasha. Nell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Neue Gegenstände. Wirklich? Muss das sein? Ja. Gib die Scheiße her. Neuen Speer. Sieht schön aus. Sehr schön aus. Gold ein bisschen. Was ist das? Eine Mütze. Setz es auf. Wunderschön. Im Namen aller Einwohner. Ist nicht sexy. Sollen diese Gaben sieht nicht schön aus. Ewige Dankbarkeit zeigen. Gut, die laufen alles so rum, gell? Aber nicht sexy. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Sehr schön. Neues Spielzeug. Hier sind lauter kleine. Ich muss die Überbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Was? Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Werkbank. Ist das eine Statue von mir? Was? Das ist neu. Ah ja. Geil. Aber ohne Accessoires. Werkbank. Was ist das hier? Werkbank. Eine Werkbank. Wir suchen eine Werkbank. Was? Okay, da können wir die... Bleibst jetzt weg davon! Die Fähigkeiten lernen. Ah.
drüben ist eine Werkbank, oder? Die Kugel bleibt unberührt wieder. Da ist eine Werkbank. So. Was muss man jetzt da machen? Der ist ja nicht einmal legendär. Die Pisse waren die mir gäbe. Speer-Upgrade. Okay. Master-Überbrückung installiert. Ah ja. Und was Neues. Um Energie zu speichern und freizusetzen, ein Resonator. Hilft sicher im Kampf. Ein Resonator. Oh, hallo. Ach, Schnauze. Au. Kann nicht wirklich mehr, oder? Ein Bleibschütz da weg. Kann man da ein bisschen auf der Karte linsen? Inventar. Das ist der Speer. 100% Schaden, bla bla bla, Crit, ja geil. Okay. Fähigkeiten, haben wir einen Punkt, den haben wir schon verschenkt in Jagd. Retterin, willkommen zurück bei der Flamme. Was laberst du? Ich suche einen Händler. Das sind die Pisser. Wer ist das? Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Das ist doch... Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefällt. Der Sonnenkönig, oder? Ja, klar. Du hattest recht. Es tut mir leid, Avad. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch bei dir im Bett oder was? Was ist das für Anspielung? Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenaktgebiet. Bleibst du vielleicht bei mir im Palast? In meinem Zimmer. Vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Das wäre nicht schlecht. Zeit zu gehen. Ich muss jetzt los. Ja. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Ja. Ich konnte an fast nichts anderes denken. Nein, ich komme nicht mit dir mit. Aber es muss sein. Nein. Als du plötzlich weg warst, ich will nichts von dir. Wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Nein. Ich will dich nicht aufhalten. Oder dann lass es. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian? Komm drauf an, wie du dir anstellst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns kennenzulernen. Uns richtig kennenzulernen. Ja, ja. Vielleicht. Ah. Das ist ein schöner Gedanke. Normalerweise ist das schon voll in die Eier treten, oder? Will ich von dem was? Ich weiß es nicht. Muss ich? Oh. Ich habe jetzt... Nein, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Fertig. Die Situation erfordert eine... Ja. ...umfassendere Betrachtung. Genau, wenn das jetzt alles mal vorbei ist, dann können wir gerne nochmal drüber reden, einen Kaffee trinken, einen Kuchen essen oder sowas und dann können wir vielleicht mal... Viele unschuldige Menschen. Na? Was zwischen uns passiert... ist nicht wichtig. Ja. Doch. Zumindest später vielleicht. Noch nicht. Du hast recht. Noch nicht. Guck. Ich benehme mich wie ein Narr. Nein, wie ein Depp. Es sollte der König sein, der die Dinge umfassend betrachtet. Genau. Du sollst mich gleich in Kerker einstecken. Bitte nimm meine Entschuldigung an. Aber sicher doch. Ich wünsche dir viel Erfolg. Gut. Leb wohl, Aloy. Ciao, bis später. Unsere Hoffnungen begleiten. Mach dich schon mal bereit für später.
Stinkstiefel. So, zu denen Stinkstiefeln muss ich. Ein Händler. Hier gibt es aber keine Händler. Was ist das? Sieht hier ein Denkmal aus. Den Gefallenen in der Schlacht der Flamme zu ehren. Ah ja. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Okay. Was haben wir hier noch versteckt? Kadaver. Okay. Überreste von der Schlacht der Flamme. Okay. Komm, wir gehen jetzt. Wir gehen. So wie es aussieht, gibt es hier keinen Händler. Was ist das? Achso. Itermann, pass auf. Das ist Familie. Itermann. Halt mal. Das ist doch die Frau, oder? Und du wolltest mit mir mich näher kennenlernen? Du Pisser. Warte. Das ist doch die Frau, oder? Und ist das Kind. Gesegnete Streiterin. Itermann, wie sagt man? Mein bescheidener Dank, Streiterin, für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall und für die Verteidigung der heiligen Stadt gegen die Truppen des Schattens. Gern geschehe. War das richtig? Bist fertig? Das war sehr gut. Hast du gut auswendig gelernt. Und gern geschehen. Ja. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Itermann. Später vielleicht. Ich habe eine wichtige Mission, ja. Hans. Ich wollte eigentlich schon gehen jetzt. Bin auf dem Sprung. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Ja. Wäre mir eine Ehre. Mach ich. Vielleicht. Wir schulden dir unser Leben. Sehr schön. Und das vergessen wir nie. Aber sicherlich. Möge die Sonne dich führen. Jawohl. Achte auf Donnerkiefer, Streiterin. Donnerkiefer. Okay. Alles klar. Ich achte auf Donnerkiefer. Jetzt ihr zwei. Ich komm, bin bereit. Können wir los? Ja. Oder willst du dich noch länger mit deinen Freunden unterhalten? Leck mich, Arsch mal. Los. Länger bleiben. Zeit zu gehen. Ich sollte mal los. Ja. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von den Tenakt, wie du sagtest. Tenakt. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch, 2 Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Oder auch schneller. Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Jetzt bleibt man doch da, oder wie? Oh. Da freut sich der Sonnenkönig. Gefressen, wohlernährt. Sehr schön. Geht's jetzt alleine, oder? Ah ja, klar. War klar. Der Morgendämmerung Abmarsch. Langhälse. Cool, ich glaube, jetzt beginnt es richtig. Das war jetzt alles so wie so eine Einführung. Hoppelhase. My soul carries all I need.
sie gut gemacht, gefällt mir das, das die Einführung hier, das ist geil, das ist gut. Als Kaiser hat man braucht mit Tempo so circa 2 Wochen und mit ein bisschen mehr Tempo ein paar Tage. Das machen wir jetzt hier quasi alles und dann ist quasi so eine kleine Einführung und so durch die Welt. Das ist schön gemacht, ist gut. Die Gebirge. Gefällt mir. Ist gut. Sehr schön. Stahl und Funke. Ha, hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Komme ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Ui. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das okay gibt. Der Pfiff von Kettenkratz? Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut. Mach doch einfach, was man dir sagt und fertig. Sehr schön. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Das geht mal hin. Der fährt aber mit runter. Ah. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Schrecken erreicht. Der Rauch kommt wieder bestimmt von etwas, das erhalten. Die Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja... Neue Hauptquest. Sehr schön. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartig. Und zwar jede Menge. Gib dich nach Kettenkratz. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten. Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulmund verärgern will. Er ist der, wenn wir da unten angekommen sind. Mach mal einen Cut. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Naja, also ich bin auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Unbekannt. Hörst du das? Das ist deine Antwort. Was? Kaja Sonnenblume. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschine kam. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagt er jedenfalls. Die Gesellschaft, ja, da unten ist ein wichtiger Mann, oder was? Er ist der, der sie leiten soll. Vorne ist ein Lagerfeuer. Klasse. Unbekanntes Lagerfeuer. Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben.
Völlig ungeschützt. Mich willst nackt. Du nicht fahren, aber das. Das. Geil. Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Krankheit, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du die Schrift? Die Schrift, sehr schön. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht. Mach wenn das. Der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Gut. Wo ist der Ritt? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis, gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Genau. Weiter das Tal runter? Ja. Geil. Sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt dich bestimmt seine Werkbank nutzen. Ah ja. Die Dornrücken. Solltest du dir Säurepfeile herstellen. Ah. Griff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Gut. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Fang mal an zu kurbeln. Geil. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach, keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist. Ja, ist es. Schleich dich. Sehr schön. Lagerfeuer. Ich muss Erend finden. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Ja. Das machen wir gleich. Aber wir müssen jetzt einen Cut machen. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer KingLion83. Like-Button wie immer penetrieren nicht vergessen. Glocke aktivieren. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne kostenlos, versteht sich, ein Abo dalassen. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.